Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer Folge The Pain Squeak Killings. Wir haben in der letzten Folge, das waren angefuchst und sehr lange lief das Ganze, haben wir uns hier schon die Gegend angeguckt, so nicht alles, aber die wichtigsten Punkte und sind hier schon in dem Anwesen von den Roberts gewesen, haben herausgefunden, dass der Vater, also der Familienvater, eine Affäre hatte und deswegen war es sehr kühl und kalt. Ich hatte hier zwischendurch, glaube ich, ein Problem in diesem Raum. Jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Warum auch immer. Ich glaube, das ist einfach nur Grafikfehler. Das muss man halt dann fixen. Und haben hier die Karte von dem Anwesen gefunden. Der Attic ist da hinten. Ach so. Mal gucken, was das Attic ist. Ich weiß es immer noch nicht. Dorothy. Hier sind jetzt jedenfalls die Räume. Zumindest vom Second Floor. Also sprich von der zweiten Ebene. Guest Room, Maids Room, Bathroom, Exercise Room. Exercise Room waren wir. Aber in dem Badezimmer. Ah, warte mal, hier ist ja. Nee, ist nur Second Floor. Uns fehlt noch der First Floor. Komischerweise. Jedenfalls haben wir das hier gefunden. Es sei denn, es hätte hier doch drinnen sein sollen. Was wir noch brauchen, ist hier der Code für das Ganze. Haben wir nicht. Wir haben ein Gemälde, ein Safe gefunden. Das wird auch noch interessant werden. Wir haben hier eigentlich soweit alles durchsucht und gemacht. So, der Attic ist, glaube ich, das hier draußen, ne? Das ist, glaube ich, der Attic. So, und wir haben noch den Schlüssel. Keine Ahnung, wir haben das schon überall probiert hier. Eigentlich ist es der Hausschlüssel. So, und hier ist der Code, oder brauchen wir noch einen Code für den Safe, den wir gefunden haben. Und mal gucken, was wir hier noch finden in dem Anwesen. Ich weiß nicht, ob wir alleine hier in dem Anwesen irgendwas tun können. Ich hatte eine Info noch, Fotos. 40 Black Pine Road. Ich weiß nicht, ob die Black Pine Road da ist. Ja, die ist da, Black Pine Road. 40 Black Pine Road. Vielleicht könnten wir dorthin gehen, falls wir irgendwie einen Schlüssel haben, der da passt. Aber das machen wir noch. What? Das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt nicht geplant. Wieso klopft das? Auch ein sechsstelliger Code. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Okay, das geht nicht. Okay. Warum hat das geklopft? Ist auch abgeschlossen. Nee. Das ist, glaube ich, auch nur der Außentürschlüssel. Also das mit dem Klopfen, das hat mich gerade doch ein bisschen hier aus der Bahn geworfen. So, das hatten wir, ne? Laundry Duty, genau, das hatten wir schon. Alles abgeschlossen. Das sind die Balkone, die wir hier auf der Karte sehen. Ich glaube, wir sind gerade auf dem hier. Auf dem sind wir. Das ist dann also hier Trisha's Room. Okay. Ist hier noch irgendwas anderes? Nö. Da will ich noch hin. Guck mal. Aber das ist abgeschlossen. Das ist... also sehen wir ja hier nicht, weil fehlt der Plan für. Das ist jedenfalls der Raum, der abgeschlossen ist. Da ist ein Code davor und da müssen wir irgendwie reinkommen. Da war ein fünfstelliger Code auf jeden Fall. So, hier hinten kommen wir noch nicht weiter. Warte mal, hier ist noch ein Durchgang. Okay. Unlock. Nee, schade. Steht da hinten jemand? Da hinten steht jemand, oder? Oh mein Gott.
Ich glaube, das entwickelt sich. Das wird zu einem Gruselspiel. Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Das macht mir eine Puppe nicht mit sowas. So. Aber ich glaube, wir finden hier erstmal nichts, weil uns fehlt ein Schlüssel. Ich glaube, wir müssen hier in die 40 Blackwood Drive, Schieß mich tot Straße, in die Black Pine Road, weil wir dort eine andere Info, also hier, warte mal, da war das hier. Die Hilfe eben halt bei beim Aufräumen des Hauses. Und da gucken wir mal, ob wir da weitergehende Informationen finden. Läuft bloß so langsam hier. So, dann hauen wir erstmal ab. So. Schade, dass man nicht so eine Schnellreise machen kann. Also es würde wahrscheinlich hier bei der riesigen Ortschaft, bei Payne's Creek, würde sich das schon sinnig machen, dass man zumindest ein, zwei Schnellreiseziele hat, wo man von dort aus wegkommt, ne? Ah, guck mal, hier gibt es eine Abkürzung. Bin ich sogar gleich da, wo ich hin will? Hier habe ich auf alle Fälle eine 15. Warte mal, hier ist irgendwo eine Straße. Na, gucken wir erstmal, wo wir sind. So, wo sind wir hier? Das ist die Black Pine. Und von dort oben kommt die andere, die Town Center, richtig? Genau. So. Das heißt, in der Straße, das ist die 36, wir gucken mal, wie geht's weiter? 34. Dann ist die 40 irgendwo hier hinten. Hier ist die 40. Ja, war klar, dass es zu ist. Auch zu, verdammt. Ich dachte, es wäre ein guter Hinweis. Schade, schade. Oder? Haben wir hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Schade. So, was könnten wir denn dann noch für Informationen haben? Das haben wir. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts weiter drin. Oh, warte mal. Hier ist noch eine Tür, aber... Ne, die ist zu. Abgeschlossen. So, hier ist ein großes Tor. Wo geht's denn hier hin? Zum Friedhof, Friedhof, da haben wir ja auch noch den Key, ne? Vielleicht hat man da auch noch ein paar Möglichkeiten im Friedhof. Ist das hier der Friedhof? Nee, das ist Hospital, okay. Okay. Hier ist überall zu. Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Hier haben wir wieder eine Taschenlampe. Wir machen einfach Fotos von allen. Wer weiß, ob wir das... Ja, guck mal. 19 Black Pine Road, Silver Lake. Oh, nee, wollte ich nicht. Das war jetzt zu viel. Okay. Da drüben ist noch ein Schreiben. Andere Seite. Nix. Krickelkrake auf den Post-its. Was ist das hier? If Father Matthew forgets his key, please place it under the flower pot next to the church. Okay. Foto. Das werden wir nachgehen. Okay, da ist nichts weiter drin.
Ich ahne Schlimmes, es ist ein Riesenraum. Oh mein Gott. Bolted from behind. Also fest verriegelt. Please wash your hands, okay? Die Hände, die waschen wir. Wir brauchen ja noch etwas, um das Auto zu knacken, ne? Das ist die Küche. Die Krankenhausküche sieht recht passabel aus. The Maze Game. Let's play the Maze Game. Help navigate through the maze to uncover the secret historical item. Ach ja, sowas ähnliches hatten wir früher auch. Okay, der OP ist zu. Das geht auf. Zu. Susan zu. Oh, da sind haufenweise Codes. Oh, was ist das hier? Wanda Tyler. Wanda Tyler. Das ist ihr Hausschlüssel. Das ist ihr Hausschlüssel. Wir können wahrscheinlich dann jetzt nochmal hin. Guck mal hier. Need a Handyman. Scott Brooks mit seiner Telefonnummer. Da ist das Treppenflur. Huch. November, 15. November 95. Derek besucht mich jeden Tag. Manchmal schmuggelt er Snacks mit, die ich mag. Er weiß, dass ich sie niemals von den Schwestern hier kriegen würde. Zur anderen Zeit bringt er mir Blumen mit. Sie riechen so wunderbar. Er weiß, dass ich Sensibilität und Sinne liebe. Ist ein Buch, Sense and Sensibility, and reads me a chapter or two every time he's here. Er liest mir eben halt immer daraus ein Kapitel oder auch zwei vor. Wenn er eben halt nicht für Charles fahren muss, bleibt er eben halt hier außerhalb der Besuchszeiten und schläft auf dem Lehnstuhl, diesen Sessel ein, um sich um meine Bedürfnisse zu kümmern und den Schwestern eine Auszeit geben zu können. Er ist so ein gutes Kind. Mein Haar fällt mir nach und nach immer mehr aus. Ich mag überhaupt nicht die Sitzung mit den mit der Chemotherapie. Sie lassen mich eben halt im Nachhinein erbrechen, logischerweise wie in der Chemotherapie. Jedes Mal, wenn mich Derek besucht, schmerzt es mich, ihm dabei zuzusehen, wie er seine Tränen unterdrückt. Ich möchte, dass er sich wohlfühlt, sagen, dass es mir besser geht oder dass es mir besser gehen wird, aber meine Erscheinung betrügt mich oder trügt. Manchmal I wonder if my life had any meaning at all. Manchmal wundere ich mich, ob mein Leben überhaupt eine Bedeutung hat. Ich habe die meiste Zeit für die Roberts Family gearbeitet, aber was werden die Leute eben halt bei meiner Beerdigung sagen? Wird sich Derek an mich als Mutter erinnern, wie ich es immer für ihn sein wollte? Ich hätte so viel mehr geben und sein können, wenn da eben halt nur mehr Zeit gewesen wäre. Ach Mensch. Die Frau tut einem leid, ja. Die Frage ist, was ist mit ihr passiert, ne? Also, ja, sie hat Krebs, aber ich meine, passiert im Sinne, wir gehen mal in ein Frauenklo. Was, Frauenklo? Nee, das ist ein Unisex-Klo. Ah, super. Das freut mich. Das ist ein Unisex-Klo. Das ist schön. Nee, Unilogen. Das ist mal schön zu sehen, sowas. So, wir haben den Schlüssel, da möchte ich jetzt gerne hin, weil ich glaube, das bringt uns weiter. Das war doch Wanda, ne? Doch, das war Wanda. In dieser 40 Black, schieß mich tot. Dying Man's Letter und Steve Moses Story. Man kriegt hier viele Achievements, oder? Kann das sein?
Da, da, da. So, hier. Ich hoffe, ich habe recht. Wenn nicht, dann nicht. Ist das nicht Wanda? Nee, Quatsch, Foto. Nee, das ist das Bild. Dorothy war das. Aber wo ist dann Wanda? Warte mal. Patient Wanda. Ich habe hier keine Wanda. Hier habe ich auch keine Wanda drinne. Schade. Wieso habe ich... Warum habe ich keine Wanda? Huch. Journal, ne? Wanda Tyler. Ach so, das ist die, die... warte mal. Derek. Derek besucht mich immer wieder. Aber dann müsste er doch in der Besucherliste drin stehen. Aber er steht nicht drinne. Guck mal, er steht nicht drin. Er steht nicht drin. Und wo sie wohnt, wissen wir auch nicht, ne? Nee. Ah, verdammt. Kann man das echt alles? Nee. Okay, da wo kein Schloss ist, geht's auch nicht. Gut zu wissen. Guck mal, das ist zum Beispiel nur ein Open, da geht's dann definitiv nicht weiter. Oder sollten wir uns im Krankenhaus weiter aufhalten? Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie weiterkommen. Warte mal, wo ist denn der Friedhof? Wir sollten mal zum Friedhof gehen, weil wir haben definitiv dort einen Schlüssel. Beziehungsweise einen Code. Das war dieser 1131. Ich glaube hier lang. Also es ist Silver Lake und irgendwas mit Nussstraße. Silver Lake und Walnut. So. Das heißt, wir müssen rechts da lang. Bam, ba, ba. Ba, ba, ba. So. Und dann irgendwann geht's links zum Friedhof. Hier, Trinity Church. Ach, da war ja auch noch was irgendwie, ne? Unter den Blumenpott stellen. Wenn das mal vergessen hat. War es nicht so? Ja, da ist ein Unlock, definitiv. Nee. 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 Da. Okay, wir können wahrscheinlich nur das die Haupttür hier aufmachen. Die da. Und... Jawohl. Und jetzt ist der Schlüssel weg. Genau, weil die Tür ist offen. Schauen wir mal. Da dürften wir ja nicht so viel finden eigentlich. Kein Licht. Die Bibel. Ah, die Nummern sind es nicht, ne? Die Telefonnummer als Code. So, hier oben dürfte so viel eigentlich nicht sein. Na?
zu. Okay, machen wir ein bisschen Licht an. Schon wieder was mit Code. Okay, das hatten wir. Warum hat er das hier drin? Hä, noch ein. Ist doch das. Ah nee, das ist ein bisschen anders. Scott Brooks pleads not guilty. Er erklärt sich für nicht schuldig, ne? Er lehnt das eben halt ab. Okay. Er ist aber noch nicht rausgekommen. Vermutlich ist er erstmal im Knast geblieben. Foto auf Matthew und Scott. Jahre zuvor. Stimmt ja, der Sohn, er hat den ja adaptiert, ne? Okay, neuer Schlüssel. I returned the tools back to the storage room. Okay. Kriegen wir jetzt vielleicht die Tools, die wir brauchten? So. There are some dates marked as in the calendar. Mal gucken. Final card. Core practice. Public baptism. Ich nehme das einfach erstmal mit hier. Wer weiß, ob man sich an solche Sachen erinnern kann. Da ist nochmal die Bibel. Hier ist nichts weiter, zumindest nicht augenscheinlich. Und Licht an. Also hier geht komischerweise das Licht, ne? Nichts drin. Okay. Ah, das Zimmer von Scott. So, das ist, geht nicht da unten. Okay. Ein Tagebuch von Scott. Father Matthew hat mich heute aus dem Waisenhaus mitgenommen. Er sagte, ich werde ein Weilchen bei ihm bleiben und ich könnte ihn Dad nennen, wenn es okay für mich wäre. Am Montag he will bring me to sign something. Bringt er mir etwas zum Unterschreiben mit. Er sagt, nachdem ich das unterschrieben habe, wäre mein Name nicht nur Scott, sondern Scott Brooks. Ich bin so froh, dass ich jetzt ein Haus zu Hause habe. Father Matthew brought me to the attic today. Attic ist das, keine Ahnung. Hier sind so viele hölzerne Spielzeuge und er hat sie alle selber gemacht. Fragte mich, dass ich aus einem wählen könnte, was mir gefällt. Ich habe das Holzflugzeug gewählt. Es sieht so cool aus. Er sagte mir, er könne mir Schnitzen beibringen, wenn ich ein bisschen älter bin. Er hat mir selbst sogar einen geheimen Raum, Geheimversteck gemacht in meinem Raum, da, wo ich meine Spezial Schätze drin verstecken kann. Ich liebe Father Matthew. Die älteren Jungs nach Stänkern zanken immer mit mir. Also Bullying ist ja hier, mobben mich. Sie nennen mich Bastardkind oder eben halt Verrückter, ein Weirdo. Sie sagen, dass meine... Sie sagen das deshalb, weil meine Eltern mich deshalb nicht wollten. Was bedeutet denn Bastard? Father Matthew sagt, ich sollte ruhig bleiben oder mich beruhigen, aber sie werfen Steine auf mich. Father Matthew hat meine Wunden gereinigt und gesäubert, es ist so schmerzhaft. Father Matthew sagte mir, ich solle vergeben und vergessen. Er sagte, sie wüssten nicht, was sie tun. Ich mag Father Matthew, aber ich hasse die Jungs. Trisha hat mich heute verteidigt. Die Jungs liefen weg, als sie sagt, dass ihr Vater sie einfangen und in Gefängnis packen, stecken würde. Ich wollte wie Trishas Vater sein. Ich wollte der nächste Charles Roberts sein. Nur auf diese Art und Weise würde mich niemand mehr umschubsen und mobben. Derek...
ist immer da, wenn Trisha mich zum Spielen einlädt. Er ist 5 Jahre älter als ich. Er wirkt wie ein Bodyguard für sie oder irgendwas in der Art. Und er zeichnet wirklich gut. Er hat mir eines seiner Zeichnungen heute gegeben. Er sagt, er zeichnet nur für seine Freunde. Ich wünschte, ich könnte so zeichnen wie er. Vielleicht kann ich ja eines Tages ein hölzernes Auto für ihn machen, zu seinem Geburtstag. Okay. Ja, nee. Das ganz unten hatten wir auch, ja. Also nein, aber ja. Da ist das hölzerne Flugzeug. Cool. Sieht wirklich cool aus. Okay, dann machen wir mal wieder. Gut. Das hatten wir off. Er hat ein Versteck, hat er gesagt. Wo könnte das Versteck sein? Wo er sein ganz cooles Zeug drin verstecken kann. Ah. Und ein Code, einen vierstelligen Code. Jetzt wird's interessant. Das ist September, das ist 09. 0902, 0904, 0917. Ich sag mal 0917, ich probier's mal. 0917. Okay, 0904. Ups, 0902. Ah. Oder warte mal, der Tag, an dem er... Der Quatsch hier. Der Tag, an dem er... 1985 oder 0406. Halt. So. Nee, auch nicht. Oder war es 68? 85 war es, ne? Ist es aber nicht. Ah, Mann. Was habe ich übersehen? Null 9, 15. Eigentlich hätte ich gedacht, das ist irgendwas in der Richtung. Aber ist nicht richtig. Nicht richtig. Hier haben wir alles durchsucht. Oh. Es ist abgeschlossen. Können wir aber nicht öffnen, ne? Hier ist noch ein Keller hier unten. Okay, Licht ist wenigstens an. Storage ist locked. Und wir haben keinen... Doch, wir haben noch einen Schlüssel. Warte mal. Scotts Dinge. Ah, aber hier ist die Toolbox. Jawoll. Das ist das, was wir brauchten fürs Auto. Es geht vorwärts. Und hier ist noch eine Kiste. Okay. Okay, ich würde sagen, dann mache ich hier einen Break. Denn ich schaue dann in der nächsten Folge mir an, wo das Auto nochmal steht. Das war relativ weit am Anfang. Und ja, sammle die ganzen Sachen da ein, die in dem Auto drin sind. Das wird bestimmt cool. Was ist hier? I will stay at the cabin tonight. I don't need dinner, Scott. Das ist das, wo er aufgefunden wurde. Wissen wir Bescheid. Das ist das. Das ist das Klo. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, ich mache hier einen Break. Und bis dann. Euer Firefox.